Herzlich willkommen zum Teddy Talk, der von der Quermedia Society mitveranstaltet wird heute. Wir sprechen heute mit der Schauspielerin und Entertainerin Maren Kreumann, mit der Castingdirektorin Karima El-Jamal, mit dem PR-Manager, mit dem PR-Agenten Peter Schulze, mit dem Schauspieler Mehmet Söser und mit der Schauspielstudentin Nicola Rabea Langcik. Ja, Act Out, das war vor ziemlich genau 4 Wochen. Da haben sich 185 deutschsprachige Schauspielerinnen, die sich als lesbisch, schwul, bi, trans, inter und non-binär identifizieren, haben sich geoutet, haben auch ein Manifest geschrieben, in dem sie von ihrer Branche gefordert haben, dass es eine angemessene, angstfreie Sichtbarkeit und Repräsentanz ihrer Identitäten gibt, aber auch, dass es Stoffe mehr in den Medien gibt, die Realität von queeren Menschen repräsentieren, zeigen, also nicht nur queere Stoffe, sondern auch queere Rollen und dass Rollen auch anders überdacht werden sollen. Es hat eine große Diskussion in Deutschland dazu gegeben über diese Aktion. Die wollen wir heute nicht wiederholen, weil da ist, glaube ich, alles so gesagt worden. Und ich glaube, das Strittige, ob das wichtig war, ob das mutig war, die Leute, die heute mit uns diskutieren, sind sich da einig. Das heißt, wir können heute in eine konstruktive Debatte gehen. Wir können heute versuchen zu analysieren, wie ist eigentlich der Zustand gerade von queeren Menschen, queeren Themen in den Medien, im Film und im Fernsehen. Und vor allen Dingen, das wäre mir besonders wichtig, wie können wir das ändern? Das heißt, ich fände es schön, wenn wir heute es schaffen würden, möglichst viele konkrete Impulse zu setzen, weil wir sind ein Branchengespräch. Wir müssen hier nicht erklären, worum es in unserer Branche geht, sondern wir können versuchen, die Branche von innen aus von innen zu verbessern. Das versuchen wir heute und damit wir die tollen Gäste, die wir heute Abend alle schon mal heute Mittag alle hier haben, mal kurz gesehen haben, würde ich gerne eine Einstiegsfrage stellen, die für alle fast gleich ist. Das Spannende an Act Out war ja, dass es 2 Jahre Vorlauf gab. Ja, das heißt, diese 185 Leute waren nicht alle direkt am Anfang. Am Anfang waren nur 2 und dann kamen nach und nach dazu. Das heißt, es ist spannend zu sehen, wann wer mit auf den Zug aufgestiegen ist. Und deswegen frage ich jetzt mal reihum, Mehmet, wann hast du von Act Out erfahren und wann hast du dich entschieden, dabei zu sein? Von Act Out 2 Wochen, bevor es in Druck ging. Und habe dann eine E-Mail geschrieben, obwohl die Deadline schon vorbei war, habe ich geschrieben, ob ich bitte trotzdem noch ins Manifest aufgenommen werden kann, weil es mir ein Anliegen ist. Und habe dann eine Woche vorher quasi erfahren, dass ich dabei bin. Also sehr knapp. Und wie hast du davon erfahren? Es war ja eine Geheimoperation. Ja, von einem Freund. Von einem Freund, der auch schwul ist, den ich aus München kenne. Max Krause war das. Der ist auch mit dabei? Ja, genau. Der ist auch mit dabei und dachte, du bist schon dabei. Dann dachte ich, nee, bin ich nicht. Und dann meinte er, ja, mach das doch, das ist irgendwie groß. Mach das. Kamira, du bist natürlich nicht Teil von Act Out, weil du bist keine Schauspielerin, aber du hast es nämlich an vorher auch gewusst. Wann hast du davon erfahren und wie? Ich habe es tatsächlich über die sozialen Medien am meisten mitgekriegt, also in der Ankündigungsphase und dann tatsächlich auch versucht, in Jena das SZ-Magazin zu bekommen, habe es aber nicht geschafft. Also ich habe es leider gar nicht Papieren vorliegen, sozusagen. Die werden ja auch heiß gehandelt, die süddeutsche Magazine. Und am besten noch, wenn ein Mikrofon von Leuten wie Mehmet, ein Autogramm von Leuten wie Mehmet drauf ist, die sollte man sich sammeln. Peter, wann hast du davon erfahren? Ich schätze mal nicht erst, als die Süddeutsche rauskam. Nein, ungefähr 2 Monate vorher. Und von wem hast du erfahren? Von Klienten von dir oder von Medien oder wie war das? Nein, von Medien natürlich nicht. Die wussten das ja glücklicherweise noch nicht. Nein, von 2 meiner Klienten, die Teil dieser Aktion sind. Nicola, wer hat dir davon erzählt und wann hast du dich entschieden, da mitzumachen? War das eine große Frage für dich oder hast du dich dann, als du davon wusstest, direkt gesagt, Mensch, da mache ich mit? Also ich habe vor einem Jahr oder so von meiner Freundin davon erfahren, weil sie an dem Manifest mitgeschrieben hat. Und für mich war von Anfang an eigentlich klar, was das für eine ziemlich coole Aktion ist und dass ich da unbedingt dabei sein möchte. Und als es dann soweit war, war ich mit am Start. Maren, du bist ja schon geoutet, kann man fast sagen. 1993 hast du dich im Stern geoutet damals. Trotzdem warst du Teil dieser Aktion, weil natürlich auch es um Solidarität ging, auch, sag ich mal, die Leute nochmal eingesammelt hat, die schon out waren. Wann hast du davon erfahren?
Ich habe vor über einem Jahr davon erfahren und einfach in Gesprächen, weil ich Karin Hanschewski hat bei uns schon mal mitgespielt, ich kannte mit Godehard, hatte ich schon mal ein Projekt zusammen. Wir haben einfach gesprochen und da ging es ja um Coming Out, da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas unterschreiben muss, weil ich ja schon out war. Und dann hat sich so viel da getan und es kam zu diesem Manifest. Und als ich das gelesen habe, das war ungefähr ja, ein paar Wochen, drei, vier Wochen vorher oder so, da habe ich gedacht, wenn es jetzt um Unterschriften geht, bin ich unbedingt mit dabei, weil ich das großartig finde und fand, dass ich da dabei sein wollte. Du bist, habe ich eben gesagt, du hast dich damals 1993 geoutet, das war am Höhepunkt deiner Karriere. Bist du so ein bisschen wehmütig geworden, wenn du jetzt heute siehst, Mensch, die machen das alle in so einer großen Gruppe und ich musste es damals alleine machen? Na, ich finde es einfach so toll, dass es so eine große Gruppe ist. Das rührt mich. Ich habe heute nochmal das SZ-Magazin, ich habe mir jedes einzelne Gesicht nochmal angeguckt und die Namen und ich habe gedacht, wie schön, wie wunderbar. Davon hätte ich, also von sowas hätte ich gar nicht geträumt, das wäre vermessen gewesen. Aber ich dachte schon, damals 93, ich oute mich und dann kommt vielleicht in ein paar Wochen die nächste oder der nächste. Also es ging ja vor allem auch um Lesben, weil es da nur Hella von Sinnen gab eigentlich aus dem Showbusiness bis dahin. Und dann dachte ich, dann kommt das so in Gang und dann werden es irgendwann viele. Und dann tröpfelte das aber doch sehr und es brauchte irgendwie Jahre, bis dann, ja, du warst tolle Ulrike Volkerts dann, also da, so. Aber das dauerte einfach sehr lange und jetzt eine gemeinsame Aktion, das ist so was Großartiges und das hat so viel mehr Macht und man kann nicht so vereinzelt werden und einzeln angepisst werden und diskriminiert werden und die blöden Sprüche hat, muss man nicht alleine verarbeiten. Das ist einfach so wunderbar. Wurdest du auch um Rat gefragt, wie das damals bei dir war? Wollte man wissen, was können wir richtig, was müssen wir beachten? Wie geht man mit der Presse um? Wie spricht man Leute an? Ja, so direkt nicht, aber es gab immer mal über die Jahre, also die sich vorhatten, sich zu outen in den letzten Jahren, haben manchmal so, manchmal kannte ich die sowieso und wir haben gesprochen, also so. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich hier die große Ratgeberin war. Viele waren ja erstaunt darüber, dass es heute noch so eine Aktion braucht. Dir war das klar, weil sonst hätte es ja mehr Coming-outs gegeben. Wie würdest du die Zeit heute beschreiben im Vergleich zu früher? Was sind die Hauptunterschiede des gesellschaftlichen Umfeldes oder des medialen Umfeldes heute zu damals? Na, wir sind schon viel sichtbarer natürlich und wir haben diese sehr fortschrittliche Gesetzgebung. Da hat es einen Kampf gegeben von 27 Jahren und während Rot-Grün sind halt Gesetze, die gut für uns sind, festgeschrieben worden. Da war auch Brigitte Zypries wichtig, Volker Beck, Margot von Renesse von der SPD. Also da sind viele einzelne Menschen immer wahnsinnig wichtig gewesen. Und mir kommt es manchmal so vor, als ob die Gesetzgebung fortschrittlicher ist als bestimmte Teile der Gesellschaft. Als ob die Gesetzgebung uns was an die Hand gibt, was noch nicht alle nutzen oder was bestimmte auch nicht sehen wollen, dass es da ist. Und deswegen ist es eine andere Art von Mut, die das braucht, jetzt zu sagen, ja, also wir sind doch vorgesehen, wir dürfen Kinder adoptieren, wir dürfen heiraten, wir sind total vorgesehen, wir können uns wirklich dieser Gesellschaft zumuten. Aber trotzdem ist es ja noch nicht so, weil es, glaube ich, viele Zustände parallel gibt in dieser Gesellschaft, von sehr aufgeklärt, von großer Selbstverständlichkeit. Die politische Korrektheit spielt eine Rolle. Man möchte da nicht runtergehen unter den Stand des politisch Korrekten. Aber in Wirklichkeit, in den Hinterstübchen, bei den Eltern, bei den Kollegen, bei vielen Menschen, die eigentlich wohlmeinend sind, ist es doch noch nicht selbstverständlich. Und die Eltern sind dann immer noch entsetzt, wenn der Sohn sagt, übrigens, ich bin schwul und wird vielleicht doch noch enterbt oder so. Also es gibt sehr viele verschiedene Zustände zwischen ganz aufgeklärt und gar nicht aufgeklärt und Hass sogar. Ich war so ein bisschen überrascht, wie überrascht die Gesellschaft war darüber, dass es noch notwendig ist. Ging es dir auch so? Ja, das habe ich mich auch gewundert, weil es doch eigentlich klar ist. Für dich ruhig, guck mal, wir sind jetzt sofort. Ja, wir sind Sie, Pronomen. Oh genau, vom Pronomen her wollte ich übrigens noch sagen, jetzt haben wir es in der dummen, witzigen Ecke, aber nee. Ja. Ich wollte noch sagen, die Pronomen heute haben wir abgefragt, das ist alles Sie, Ihr, Er, Ihm. Und bei Ihr? Sagen wir Mona. Sagen wir Mona. Ja. Mona. Nee, ich habe mich auch gewundert, dass alle so überrascht sind, weil es ist doch völlig klar nach wie vor, dass wenn man es nicht offen sagt, wenn man nicht selber sagt,
man ist schwul, lesbisch, trans, bi, also einer dieser Begriffe für sich ins Spiel bringt, dann wird man als heterosexuell verbucht. Das ist ja der Begriff heteronormativ, heißt ja auch, dass solange man nichts sagt, ist jeder hetero. Und deswegen, wer nicht so wahrgenommen werden will, muss ja sich outen. Und darüber mokieren sich die Leute ja auch noch. Man sagt, wen interessiert das? Ich sage doch auch nicht, dass ich heterosexuell bin. Nein, musst du auch nicht, weil es wird eh vorausgesetzt, dass du heterosexuell bist. Und mich hat auch gewundert, dass die Leute das, also dass viele Menschen das so wenig reflektieren, dass immer noch dieser Satz kommt, ich sag's doch auch nicht, oder das ist doch Privatsache. Es ist eben nicht Privatsache. Wenn die Drag Queen zusammengeschlagen wird, selbst in Schöneberg, dann ist es nicht Privatsache, sondern wird es politisch gesehen. Und es gibt Leute, die das scheiße finden, so, und die das total ablehnen. Das wissen wir ja auch. Ich finde es ganz wichtig, dass wir darauf hinweisen, weil ich glaube, Act Out hat neben dem Impuls jetzt für die Branche hat auch eine gesellschaftliche Funktion, ne? Dass die Leute sich wieder mal damit beschäftigen müssen, weil lange mussten sich die heteronormative Gesellschaft nicht damit beschäftigen und jetzt auf einmal schrickt sie auf und hat auch ganz komische Reflexe gezeigt. Es hat sich auch verwundert, dass auch in den Medien es da ganz komische Stimmen gab, die sagten, nehmt euch nicht so wichtig. Wie hast du das empfunden? Ja, das ist eigentlich etwas, was genauso geblieben ist wie vor 27 Jahren. Ja, dass es abgewehrt wird, dass man sich zum Thema macht. Also man weiß ja, die Gesetze sind jetzt so und man hat auch keine Vorurteile gegenüber Schwulen und Lesben. Man hat vielleicht eine Tochter, die lesbisch ist und so und sagt, das ist alles okay. Aber dass wir uns dermaßen zum Thema machen und auch noch Forderungen stellen, also auf Sichtbarmachung in den Geschichten, die erzählt werden, das geht dann doch vielen zu weit, weil dieses Selbstverständnis als toleranter Mensch. Das heißt manchmal, dass man sagt, ja, ich bin weiß und hetero und aber auf Schwule lasse ich nichts kommen und Lesben bin ich auch dafür. Das ist so ein über den Kopf streicheln. Da sagt man, ja, ihr seid prima. Aber wenn er auf einmal mit Selbstbewusstsein diese Menschen kommen und sagen, wir fordern, dann ist es ja wie eine Konkurrenz, dann ist es wie ein Privileg, was einem als Hetero-Mensch genommen wird, dass sie auf einmal gleichberechtigt sein, weil das heißt, die gleiche Rechte haben wollen. Und das finden viele doch nicht okay. So von oben herab, also okay finden, das ist ja Toleranz, das ist noch okay. Aber Respekt heißt ja auf Augenhöhe. Und das ist noch nicht bei allen da. Die Zeiten damals waren ganz anders. Es gab keine sozialen Medien. Du hattest auch damals keinen Agent. Ja, das heißt, ich war bei der ZBF, das ist die staatliche. Aber du hattest jetzt niemand, der jetzt deine Pressearbeit aktiv gestaltet hat, der sich um dein Image gekümmert hat oder sowas. Gar nicht. Ich habe alles selber gemacht. Das heißt, es war für dich eine rein politische, persönliche Entscheidung? Ja, ich hatte die vielen schwulen Freunde, die sich so tapfer geoutet haben. Ich war immer, bevor ich Lesbe wurde, war ich die Freundin von schwulen Männern. Und ich war zum Beispiel bei der Gründung. Die Schwulen haben dich lesbisch gemacht? Nee, das würde ich so nicht sagen. Das habe ich schon selber gemacht. Also darauf lege ich ja Wert. Das also kommt ja nicht das automatisch. Es wird ja nicht jede schwulen Freundin automatisch lesbisch. Nee, das wollen wir hier mal festhalten. Da gehört schon eine Eigeninitiative noch dazu. Aber jedenfalls hab ich das mitgekriegt, wie die Jungs sich geoutet haben und wie es die Konflikte gab in den Familien. Und ich fand, die machen das richtig, das ist super. Ich hatte einen Freund, der hat moderiert beim SFB und die waren drei junge Männer wurden gemeinsam entlassen als Moderatoren, weil sie angeblich zu schwul klingen und so. Und das waren unglaubliche Sachen. Da habe ich gedacht, die machen es richtig und ich möchte es unterstützen und finde es toll, wie die sich durchkämpfen und dadurch eine Sichtbarkeit. Man kannte ja überhaupt keine Schwulen und Lesben. Also ich kannte als Kind das Wort schwul sowieso nicht, aber homosexuell nur in Verbindung mit irgendwelchen Verbrechen. So, und ich habe das Vorbild der schwulen Jungs gehabt, die Frauen, die Lesben, da wusste ich im Nachhinein auch einige, aber die waren mehr so versteckt und da wurde mehr so Frauen, da wurde gesagt Frauenzirkel und so, da wurde das Wort Lesbe, das fällt ja auch vielen schwer zu sagen, wurde nicht so direkt benutzt. Also mein Vorbild waren die schwulen Jungs und als es mir dann wieder fuhr, dass ich mich in eine Frau verliebt habe und dann nochmal in eine, das eine war eine Affäre, das andere war ich verliebt und dann dachte ich so, jetzt ist es so und jetzt mache ich das selbstverständlich auch, so wie die Jungs gemacht haben, weil es jemand machen muss. Es gab ja nur Hella, die wunderbare Hella, der wir so viel verdanken. Du hast damals deine Karriere riskiert, weil du warst auf dem Höhepunkt deiner Karriere.
Ich würde sagen, jetzt bin ich auf dem Höhepunkt. Damals, aus damaliger Sicht, warst du nicht gerade am absteigenden Ast, sondern war du warst ganz oben. Natürlich konntest du damals nicht wissen, dass das dann nochmal weitergeht. Das ist, übrigens, by the way, gestern zum dritten Mal für den Grimme-Preis nominiert mit deiner Sendung. Du hast das schon alle Preise gewonnen. Dankeschön. Danke, dass du trotzdem heute nicht am Feiern bist, sondern hier mit uns. Aber Ehrensache. Ja. Nein, das freut mich. Genau, also heute ist der Höhepunkt deiner Karriere, aber damals, also aus der damaligen Perspektive war das so. Ne? Ich hatte zwei Hauptrollen in Fernsehserien gespielt, die auch ganz erfolgreich liefen. Das war sozusagen der Beginn von einer Karriere. Das war unser Lehrer Dr. Specht, ne? Nein, das war, oh Gott, Herr Pfarrer. Ah, ja, aber Robert Atzorn hat danach hat danach Dr. Specht gemacht. Aber es war eine ähnliche Art von Figur, die er gespielt hat. So vertrauenswürdig. Nein, das kann man durchaus verwechseln. Zumal der Dr. Specht irgendwie 85 Folgen lang lief und, oh Gott, Herr Pfarrer, nur 12 Folgen. Nee, und dann habe ich gedacht, jetzt stoße ich auf einmal, interessieren sich die Leute auf einmal dafür, was ich mache. Jetzt kann ich ja diese mir eigentlich fast etwas dubiose Popularität, die dann so schnell kommt, auch für was Sinnvolles nutzen und gesellschaftlich was bewegen, so dachte ich. Du hast in vielen Interviews gesagt, dass du danach aber schon einen Karriereknick hattest. Du hast damals ganz andere Rollen angeboten bekommen. Und wir wollen heute konstruktiv sein. Wir wollen heute darüber reden, was man daraus machen kann. Wir wollen sagen, dass es geht. Wir wollen sagen, dass man sich outen kann und man lebt weiter und macht eine Karriere. Ja, und vor allem, du hast, glaube ich, deine Karriere auch, die hat auch noch einen neuen Dreh bekommen, die sie nicht unbedingt unspannender gemacht hat. Du hast dich als Künstlerin dadurch neu erfunden, notgedrungen, aber war das auch so, hart das klingt, auch eine Chance, etwas zu machen, was du sich sonst nicht getraut hättest? Also du bist so Kabarettistin geworden, du hast dann Chance, Kabarettistin war ich auch schon vorher, aber Chance würde ich nicht sagen, aber es war etwas, worüber ich dann nachgedacht habe, was kann ich, also als ich merkte, bestimmte Hauptrollen kriege ich jetzt nicht mehr oder eine Comedy-Serie, die geplant war, die wollte keiner haben, da habe ich halt wieder eine Bühnenshow gemacht, so wie ich auch angefangen hatte, bevor ich zum Fernsehen kam. Und ich habe die Freunde gesehen, Dirk Bach, Georg Uecker, Heller, Ralf Morgenstern, die waren wichtig. Und die haben ja alle sich künstlerische Seiten an sich entdeckt, die sozusagen unter dem Radar des intellektuellen Feuilleton-Bildungsbürgertums liefen. Mhm. Die waren alle im Unterhaltungsbereich. Und das hat mich auch ermutigt, sozusagen das, was ich auf der Bühne gemacht habe, ist ja eine Show, das ruhig tapfer weiter unter die Leute zu bringen und mal zu sehen, was passiert. Weil da konnte ich ja machen, was ich wollte. Da konnte ich über mein Lesbischsein sprechen und entweder die Leute kommen oder sie kommen nicht. Und das hat ganz viel, also bei vielen anderen auch, also die Tatsache, dass man das dann machen darf und im Fernsehen nicht vorkommt, hat so Karrieren wie, was weiß ich, von den Geschwistern Pfister auch hervorgerufen. Oder Georgette Dean, die ganz wichtig ist auch für die gesamte Community, finde ich. Einfach weil es eine Person zwischen den Geschlechtern mal auf der Bühne gab. So, diese Off-Kultur, das war eigentlich alles Teil der Off-Kultur, hat eine große Wirkung gehabt und hat mich irgendwie gerettet, weil es war etwas, wozu ich gestanden habe. Und gleichzeitig hat es was ausgelöst für mehr Menschen in dieser Gesellschaft und auch im Kulturbereich. Vielen Dank, wir reden später weiter. Karima, ich würde gerne mit dir weitermachen, weil du bist so ein bisschen unsere Kronzeugin. Du bist als Casterin, bist du da dabei, wo Rollen besetzt werden. Du bist nicht selber in der Position, Rollen zu besetzen. Das heißt, du machst Vorschläge, aber du bist dabei, wenn über Rollen gesprochen wird. Und wir haben eben erfahren von Maren, was damals dann alles nicht mehr ging. Machst du heute auch noch Erfahrungen, ganz konkrete Erfahrungen, wo das ausgesprochen wird, dass man beispielsweise queere Menschen ablehnt? Was kannst du uns da möglichst authentisch berichten von der Front? Ja, also wie gesagt, natürlich, ich spreche ständig über SchauspielerInnen und Figuren im Film und erlebe doch viel diskriminierende Aussprüche in jeglicher Hinsicht in Gesprächen, die aber so über die hinweggegangen wird. Also das ist schon, bitter, wenn ich genauer drüber nachdenke. Das tue ich vielleicht nicht immer in jedem Gespräch, aber in der Reflexion darüber bin ich oft erschrocken, was für Aussprüche fallen oder was früher vor allem viel oft vorkam, inzwischen nicht mehr so häufig,
ist wirklich offene Queerfeindlichkeit oder eben auch rassistische Aussprüche oder andere diskriminierende Aussprüche ganz selbstverständlich im Gespräch, wo dann die meisten Leute einfach schweigen. Und es hinterlässt genau. eine... Kannst du... Kannst du Beispiele nennen? Was wird gesagt? In welchen Situationen wird es gesagt? Wie wird es gesagt? Von wem wird es gesagt? Also das sind ganz unterschiedliche Positionen. Ich arbeite mittlerweile wirklich mit Leuten, wo das kaum mehr vorkommt, Gott sei Dank. Aber es gab einfach Phasen, wo das sich so wiederholt hat. Also das meiste, ganz sehr oft sind das diskriminierende Sprüche, gerade über schwarze SchauspielerInnen. Also das kommt echt relativ häufig vor, vor allem seit ich tatsächlich viel mehr schwarze SchauspielerInnen vorschlage und die dann zum Beispiel von den Listen verschwinden. Und wenn man dann nachfragt, dann heißt es vielleicht zum Beispiel, ein Schwarzer studiert doch nicht Jura, beispielsweise. Das war so ein Ausspruch. Oder wie soll ich denn erklären, dass jetzt so ein arabischer Teppichhändler der Schwiegersohn ist von einer deutschen Figur? Solche Sachen, also hart, krass. Sind die, sind die Leute sich dann bewusst, dass sie etwas sagen, was nicht okay ist? Oder muss man sie darauf aufmerksam machen? Oder sagen sie das, weil man so redet? Redet man so? Mm-mm. Nee, das sind schon die Extremfälle, die ich jetzt nenne, aber es kommt häufiger vor, als man sich das so vorstellt, glaube ich. Zumindest mir ist es häufig passiert. Und dann ist es aus so einer, ist es nicht bewusst, also ich unterstelle es, dass es nicht bewusst zu solchen Aussprüchen kommt, aber so unreflektiert, spontan, um etwas wegzudiskutieren oder ein unbequemes Thema zu beenden. Und ich stelle einfach fest, in Besetzung und Vielfalt in Besetzung, gerade weil es jetzt medial einfach viel Thema ist, ist den meisten Menschen unangenehm, die diese Pfade nicht verlassen wollen, weil es kostet mehr Zeit. Es kostet einfach mehr Zeit im Gespräch. Und darf ich kurz nachfragen? Ja. Kostet viel Zeit, heißt, man widerspricht nicht, weil wenn man es erklären muss, dauert es lange, diese Debatte zu führen. Ich glaube, vielleicht versehentlich diskriminierenden Aussagen kommen ja, weil ich nachfrage. Warum bestimmte Leute nicht vorkommen. Und das kostet mehr Zeit und dann gibt es halt unterschiedliche Strategien von GesprächspartnerInnen, damit umzugehen. Das ist vielleicht auch normal. Können Sie das überhaupt alle Casterinnen erlauben, dann solche Gespräche zu führen? Ich meine, du bist sehr gut im Geschäft. Du sagst gerade, dass du das auch bewusst, versuchst auch so zu besetzen, wie du das für richtig hältst. Aber kann sich das jeder in der Branche auch so erlauben, wie du das machst? Jeder sollte es sich erlauben können. Also dass es wird immer wieder Leute geben, die dann vielleicht sagen, man ist unbequem und deshalb kriegt man den nächsten Job nicht, aber dann will ich auch nicht mit denen arbeiten. Und das Ziel ist ja eigentlich von den ganzen Diskussionen, dass wir was verändern und Casting ist nun mal auch ein wichtiger Bestandteil davon. Und ich unterstelle jetzt mal allen CasterInnen, dass sie ihren Beitrag versuchen zu leisten in den Gesprächen, aber es haben eben so viele Menschen mitzureden und es ist sehr hierarchisch strukturiert, auch wenn es jetzt in den Gesprächen nicht so ist, aber es haben wahnsinnig viele Leute mitzureden, was Casting betrifft und wer welche Rollen spielt und vor allem bei den Hauptrollen. Ne? Und da gibt es einfach natürlich auch unangenehme Auseinandersetzungen. Und ich glaube, mittlerweile scheuen immer weniger CasterInnen diese Auseinandersetzungen, weil sich einfach was verändern muss. Diese unangenehmen Situationen, die du beschreibst, gibt es ja auch bei den Öffentlich-Rechtlichen oder sind das jetzt vor allen Dingen private Produktionsfirmen? Oder
Nee, es ist, das geht in alle Richtungen, würde ich jetzt mal sagen, sowohl in öffentlich-rechtlichen Sendern und Redaktionsebene als auch in Produktionsfirmen. Ich möchte jetzt nicht so ein Bild zeichnen, dass alle so sind. Ja, also die meisten Leute, mit denen ich arbeite, sind total interessiert an Vielfalt. Und dann gibt es auch, gab es aber auch schon eben Situationen, wo, wo ich nicht weiterkam. Ja, ist es eine Altersfrage auch? Entschuldigung, ist es auch eine Altersfrage? Sind junge Leute in der Branche da aufgeschlossener oder kann man das nicht so sagen? Doch, zum Teil schon. Zum Teil ist es eine Generationsfrage, aber es gibt auch ältere Kolleginnen, die da ganz, ganz anders denken und fortschrittlicher als manche jungen Kolleginnen. Also das kann ich nicht so festmachen. Gibt es Schulungen? Ich glaube, eine größere... Ja. Entschuldigung, wir haben eine gleiche Verzögerung, deswegen sind wir so ein bisschen uns ans Wort am Fallen, obwohl wir beide versuchen, es nicht zu tun, nur zu kurz zur Erklärung. Genau, sprich du bitte aus und dann warte ich einfach 2 Sekunden und dann stelle ich meine Frage. Okay, weißt du was von Schulungen, ja, oder Workshops, gibt es Schulungen in den Sendern, in den Firmen, die für Diversität sensibilisieren? Weißt du was davon? Ja, ich hörte davon, dass es Schulungen in Sendern gibt. Genauso wie es Antidiskriminierungsschulungen in, also auch im Bereich zum Beispiel der MeToo-Debatte oder so gibt. Also da wird schon in den großen Konzernen wird das auf jeden Fall gemacht mittlerweile. Wir wissen von der UFA, die ja auch sich selber auferlegt haben, auch was ihre Stoffe betrifft, sehr divers zu sein. Aber von vielen anderen Firmen hat man es noch nicht gehört. Hast du das Gefühl, wenn es solche Programme gibt, dass das dann tatsächlich ein Versuch ist, langfristig was zu ändern? Oder ist gerade irgendwie MeToo oder Black Lives Matter oder Act Out und jetzt müssen wir ein bisschen Diversität machen? Wie langfristig, glaubst du, ist dieser Veränderungsprozess? Wie nachhaltig? Ich hoffe, sehr nachhaltig. Wie Maren am Anfang ja auch schon gesagt hat, also es gibt Antidiskriminierungsgesetze und Gleichstellungsgesetze und viele Menschen, die sich normalerweise nicht damit beschäftigen, wissen nichts davon. Und das Grundgefühl ist, glaube ich, in der Breite im Moment, oh, jetzt müssen wir uns damit beschäftigen, wie anstrengend. Ja, also das spüre ich so, vielleicht unterstelle ich es auch nur. Aber ich bin überzeugt, dass wenn wir dranbleiben, dass sich dann auch langfristig und nachhaltig was verändert. Hast du das Gefühl? Natürlich. Ja, Entschuldigung. Und natürlich muss ich in erster Linie tatsächlich an den Geschichten und den Erzählperspektiven und an den Stellen, wo Menschen sitzen, die Geschichten zulassen und veröffentlichen wollen. Da muss ich grundlegend da muss eine grundlegende Veränderung rein, damit eine Offenheit gegenüber vielfältigen Stoffen und Figuren und Erzählperspektiven geschaffen werden können. Und dann kann man auch, und im zweiten Schritt, wer wird es spielen, wer wird es darstellen? Kommen wir zu dem Punkt, hast du das Gefühl, dass Casting-Situationen, die von dir organisiert werden, dass die stressfrei sind, auch für queere Menschen, dass die... ihnen das Gefühl geben, sich so geben zu können, wenn die Kamera nicht läuft, wie sie es tun sollten? Oder müssen oder gibt es auch Situationen im Casting, wo man sein Queersein verstecken muss? Oh, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass das in irgendeinem Casting so ist, dass man sein Queersein verstecken muss. Na, die Frage ist ja nicht, ob man es muss oder ob man denkt, dass man es muss. Ja, das ist das Problem. Ja. Wird einem vermittelt, ja, sei wie du bist, zumindest wenn die Kamera nicht an ist. Klar, wenn die Kamera an ist, musst du, sollst du das machen, was zur Rolle gehört. Aber im Hintergrund, darum geht es ja. Hast du das Gefühl, dass diese Offenheit, diese Einladung da ist für queere Menschen? Ich kann ja nur für mich sprechen, ja. Auf jeden Fall. Das ist aber auch, also... Okay. Jeder soll so sein dürfen, ja. Wie er ist. Ja. Vielen Dank, wir reden gleich weiter. Wir kommen zu Mehmet. Mehmet, erstmal vielen Dank, dass du einer von denen bist, die diese
wie ich finde, historische Aktion mitgemacht haben. Ohne Leute wie du wäre das nicht. Und dass es so viele sind, glaube ich, hat auch sehr viele Leute sehr beeindruckt. Es gab einen riesen Rums in den Medien. Aber wie war es für die Beteiligten? Wie war das für dich? Was hat sich für dich seit dem Termin, als die SZ-Magazin rauskam für Wer war, was hat sich für dich seitdem getan? Erstmal bin ich auch der Meinung, dass das Manifest super toll ist. Ich bin ja auch sehr kurzfristig dazugekommen. Also ich muss sagen, ich habe davon gehört und ich dachte, ja, ich will da irgendwie Teil davon sein. So, also ich habe das Gefühl auch, dass ich schon sehr lange geoutet bin. Also ich wurde dann, nachdem das veröffentlicht wurde, von der Zeitung in München, von der Tageszeitung angerufen und der meinte, Herr Sözer, wir dachten, Sie sind schon längst geoutet. Also sozusagen, warum plötzlich jetzt nochmal so? Und dann meinte ich, ja, aber jetzt sind wir mehr und so. hatte ich so ein Interview gegeben und ich habe dann erst so in der also so in den Tagen danach, also erstmal fand ich es schön, dass man dann plötzlich mit den Kollegen und Kolleginnen so geschrieben hat so und sich so verbunden hat so und das hatte irgendwie so ein verbindendes Moment. Und dann habe ich gemerkt, dass mir die Sache doch sehr viel näher geht, als ich dachte. So, und das hat mich sehr verwundert, weil ich eben das Gefühl habe, dass ich eigentlich seit Jahren irgendwie geoutet bin, auch meine Rollen. Also ich habe am Theater in München gespielt, waren irgendwie, also immer irgendwie queer. Ich wusste gar nicht, was das sein soll, sozusagen das nicht mit auf die Bühne zu nehmen oder so. Oder auch im Film. Ich hatte irgendwie auch das Glück, so eine stockschwule Rolle zu spielen, die ich einfach geliebt habe. Also ich habe es wirklich geliebt. Und trotzdem ging mir das so nah. So, und das... Kannst du das beschreiben, was dir nahe? Es ist schwer. Also auf der einen Seite gibt es die Freude und dann irgendwie gibt es so ein Gefühl. Also ich glaube, Karin hat es in dem Interview, das ihr geführt habt, irgendwie ganz gut gesagt, dass das irgendwie alles auch noch so internalisiert ist. Also irgendwie so frei und froh man auch ist. Irgendwas ist in einem, das irgendwie, weiß ich nicht. Also noch so... Man spürt die Diskriminierung? Man spürt, dass man nicht out sein durfte? Ist es das, was du gerade beschrieben hast? Ja, vielleicht. Oder dass es irgendwie... Also irgendwas in einem will das dann irgendwie doch nicht oder ist dann doch nicht so im Reinen. Also ich glaube, dieses Outing, habe ich festgestellt, ist einfach ein Prozess. So, also das ist eben nicht so, dass man das einmal sagt und dann ist es irgendwie raus, so, sondern irgendwie man sagt es und dann sagt man es nochmal und irgendwie heilt irgendwas über die Zeit oder so oder dann so und dann kommt man mit Leuten zusammen im besten Fall und macht dann was, also es ist so ein längerer Prozess so und das versuche ich irgendwie so zu embracen so. Genau, was war die Frage? Hast du Unterstützung von den anderen? Ist es eine Hilfe gewesen, dass man halt per WhatsApp mit den anderen auch in Kontakt war? Ja, also so der Tag an sich war, ich habe da auf jeden Fall mit so meinen engeren Freunden, die auch da drauf waren, irgendwie geschrieben und das war irgendwie so ein Zeremoniell, so jetzt kommt das raus auf Insta und dann kamen ganz viele Likes und so. Mhm. Das war auf jeden Fall so ein verbindendes Moment, das gab es auch davor eigentlich nicht so. Also ich hatte das an der Schauspielschule das letzte Mal, wir waren 24 im Jahrgang und 5 von uns waren schwul. Für mich war das, also ich, das war irgendwie, da hatten wir so ein, also, naja, das war nicht mal verbindend, sondern es war so selbstverständlich, dass wir, also wir waren jetzt keine schwule Gang oder sowas, aber da gab es irgendwie diese Präsenz so und das habe ich so seit der Schauspielschule jetzt mit dem Manifest das erste Mal wieder gespürt, dass es diese Präsenz natürlich gibt von uns allen. So. Hast du das Gefühl, was du gerade, du hast eine Frage, glaube ich, ja, mal. Ich wollte ja. sagen, was du beschreibst, ist ja, es gibt ja ein Coming Out, was man im Inner Circle hat, also natürlich wissen die Freunde und die Familie und auch die Kollegen oft Bescheid, aber was ihr da, also wir alle, aber ihr gemacht habt, ist ja noch ein viel öffentlicheres Coming-out. Das heißt, die Bild-Zeitung darf es schreiben. Es kann sensationalisiert werden, es kann reißerisch behandelt werden. Und es ist noch ein anderes Gefühl, glaube ich, wenn man weiß, ich habe mich jetzt gezeigt und es können alle über mich herfallen, wirklich das ganze Land sozusagen. Ist was anderes, als wenn man im Kollegenkreis, beschreibst ja auch, du hattest nie das Gefühl, du warst irgendwie im Schrank, du warst ja nicht kryptoschwul, du warst eigentlich immer schon so schwul und nur das in der SZ, das ist einfach das große Medium, das heißt, die Nation weiß es und das ist ein anderer Schritt nochmal. Ja,
Ja, und vielleicht auch, weil es in der Filmbranche nochmal, also ich habe das Gefühl, selbst also im Theater 100% geoutet oder privat geoutet und im Film, also wenn wir jetzt so über Casting zum Beispiel sprechen, habe ich gemerkt, das sind eigentlich so die Male, also wenn ich zufällig Nagellack drauf habe und dann kommt ein E-Casting rein, ist das so, denke ich, ist so der erste Gedanke, ah, jetzt muss ich das abmachen. So, also jetzt so, oder wenn ich einen Ohrring drin habe, ah, den muss ich jetzt raus oder so. Also sozusagen insofern war das wahrscheinlich schon nochmal ein neues Outing. So. Also ich finde das auch, ich finde es schön, dass du sagst, Karima, dass es natürlich hoffentlich egal ist, sozusagen, wer da jetzt zum Casting kommt, aber das Gefühl vielleicht auch als jetzt jüngerer Schauspieler, der jetzt noch nicht so 100% etabliert ist im Markt oder sowas, hat irgendwie schon das Gefühl, dass... Also für eine Rolle werde ich werde angefragt und irgendwie komme ich da durch die Tür und soll da irgendwie natürlich diese Fantasie für diese Rolle befeuern. Und komischerweise habe ich manchmal das Gefühl, während ich die Rolle vorbereite für ein Casting, bereite ich auch noch meine private Rolle vor, wie ich da jetzt reingehen werde. Und Kai von der Queer Media Society meinte das ganz schön, dass man manchmal Kollegen sieht, die hinter der Rolle noch eine Rolle spielen und das passiert mir manchmal so. Also und ich hätte gerne, dass es mir nicht passiert oder ich glaube, wir wären alle froh, wenn es nicht passiert, aber es passiert irgendwie noch, also dass man hinter der Kamera dann irgendwie trotzdem noch so was anderes spielt oder so. Das finde ich, glaube ich, super wichtig, was du gerade sagst und ich glaube, es ist möglicherweise mit der Schlüssel zu ganz, ganz viel, über was wir heute noch reden müssen, weil das ist ja nicht nur im Schauspielerruf so, sondern man darf nie vergessen, nur ein Drittel aller Menschen in Deutschland sind out im Job. Ja, es heißt immer so, was wollt ihr eigentlich noch? Aber das heißt, in jedem Job ist das so. In jedem Job haben die meisten von uns, ja, wir wohnen jetzt in Berlin, wir kennen viele Leute, die damit toll umgehen, aber so ist es nicht. Und ich glaube, was du beschreibst, wo man jetzt vielleicht denkt, oh Gott, wieso ist das so? Das ist die Normalität. Es ist die Normalität, dass die meisten queeren Menschen denken, im Job performen zu müssen. Und für einen Performer oder für einen Schauspieler, für eine Schauspielerin ist es natürlich dann doppelt komisch. Hast du das Gefühl, dass das anderen auch so geht? Oder denkst du, ich habe gerade ein Problem, ich mache gerade hier was falsch? Ich weiß nicht, ob es den anderen auch so geht. Also bestimmt geht es anderen auch so. Aber... ja, manchmal denke ich mir auch, vielleicht mache ich mir da viel zu viel Stress. Also wenn jetzt eine Casterin sagt, also natürlich komm doch bitte, wie du, also sozusagen, wenn du Nagellack drauf hast, dann ist das doch schön oder so. Also das weiß man ja nie, sondern man stellt sich dann vor, dass die dann so, also sofort, dass die Fantasie irgendwie in eine vollkommen andere Richtung geht oder dass man plötzlich, also so, man stellt sich das vielleicht auch viel schlimmer vor, als es dann letzten Endes ist. Also vielleicht wären alle froh, wenn es irgendwie so locker hergehen würde, aber oder so. Wäre schon was geholfen, wenn man es einfach aussprechen würde, wenn einfach die Caster sagen würden, übrigens, falls du dein jetzt mal Nagellack dran hast, lass ihn bitte einfach gut dran. Oder dass man zumindest ausspricht, dass man sich nicht verstecken soll? Also es wird bestimmt helfen, ich weiß nicht, ich denke zum Beispiel jetzt an eine Set-Situation. So, also ich weiß nicht, wann ich jemals für einen Drehtag am Set abgeholt wurde von einem stockschwulen Setrunner oder sowas. Also wenn sowas passiert, also man wird abgeholt von jemandem und man hat sofort das Gefühl, es ist sozusagen ein heterosexueller Raum. Oder auch das Casting ist so ein heterosexueller Raum. Und also ich fände es erfrischend, wenn ich davon so Nagellack abgeholt werde und so, ah, hallo, oder? Also wenn so irgendwas passiert und man denkt, ach ja, okay. Also so, wenn es auch jetzt hinter der Kamera, und ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, dass vor der Kamera die Geschichten jetzt queer werden, obwohl das sicher auch wichtig ist, aber der Film entsteht ja nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera. Und wenn es da ein bisschen diverser zugehen würde einfach, wenn es da ein bisschen bunter wäre, dann so. Das wäre einfach schön. Vielen, vielen, vielen Dank. Peter, wenn du das hörst, du hast ganz viele Klienten, einige davon sind queer, manche out, manche nicht out. Kommt dir das bekannt vor, was Mehmet hier sagt? Ja, absolut. Ich finde nur, dass wir, ihr habt das vorhin schon mal kurz anklingen lassen, doch in einer Branche sind, die damit sehr viel, ich sag mal, einfacher umgeht. Also wir sind nicht im Stadion Weizberg Brandenburg, wir sind auch nicht im Bayerischen Wald. Unter uns und bei uns spielt das, glaube ich, weniger eine Rolle, als in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen das noch der Fall ist.
Das nimmt aber nicht die Drucksituation, gerade bei jungen Künstlerinnen und Künstlern, die, wenn sie in diesen Beruf einsteigen, vielleicht noch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, inwieweit ihnen das schadet oder vielleicht sogar nützt. Es ist immer etwas, was man mit Vorsichtigkeit macht, um auch auszutesten, was geht und wie weit kann ich hier gehen. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich darf sagen, du bist ein offen schwuler Mann. Wissen das deine Klienten, kommen die auch deswegen zu dir, die Queeren von ihnen? Also ich glaube, die kommen hoffentlich zu mir, weil ich sowieso, weil du der Beste bist. Ja. und nicht, weil ich, also es ist überhaupt kein Geheimnis. Ich habe daraus auch nie ein Geheimnis gemacht. Und das ist ja auf meiner Seite auch viel, viel einfacher. Ich bin keiner, der vor einer Kamera agiert und dort etwas abliefert im Sinne von künstlerischer Arbeit. Demzufolge ist mein Schritt da überhaupt nicht zu vergleichen da mit dem. Aber ich habe da nie ein Hehl draus gemacht und das, glaube ich, wissen auch alle. Was sind die Gründe, warum die sich nicht geoutet haben von deinen Klienten, warum die das gemacht haben? Kannst du es mal ein bisschen beschreiben? Warum sie es nicht gemacht haben. Du, ehrlich, ich kann es dir nicht sagen. Ihr redet nicht darüber. Wir haben das in den wenigsten Fällen thematisiert. Ich fand auch nicht, dass ich da irgendwie einsprechen muss. Bei den Kollegen, es waren ja Männer, in dem Falle bin ich ins Boot geholt worden, auch mit der Entscheidung, dass sie Teil dieser Sache sein werden, bis hin zu dem, dass ich bei einem Künstler auch wusste, wie er das selber vorbereitet. Yannick Schürmann. Yannick Schürmann. Mit Petra Schürmann. Ja, um Gottes Willen. Dieses ins Vertrauen ziehen, finde ich eine ganz wesentliche Notwendigkeit für eine gemeinsame Arbeit. Aber ich fand den Weg, den Yannick gewählt hat, auch ein sehr schön, ist nämlich in einer nonverbalen Form zu tun, in einer optischen Form zu machen. Und lustig war nur, das war ja am zweiten Weihnachtstag um 15 Uhr, das um kurz vor 16 Uhr. Ich saß mit meinem sehr erwachsenen Sohn hier und mein Bürotelefon klingelt, was umgelegt ist aufs Handy und RTL war dran. Mit dem von mir besonders geliebten Satz, wenn er sich gern mitteilen möchte, wir kämen hin, wo immer er will. Ganz selbstlos. Ganz total selbstlos, wie immer beim Boulevardfernsehen. Und da habe ich dann gesagt, wissen Sie, wenn er das hätte tun wollen, hätte er viele Worte gefunden. Er hat eine Form gewählt, die keiner Erklärung bedarf. Aber mit denen, um auf deine Frage zurückzukommen, mit denen, die sich da nicht eingereiht haben, finde ich, das muss und das darf ihre Entscheidung sein. Welche Gründe es auch immer hat, ich weiß von Fällen, die sagen, es ist überhaupt nicht, also ich sehe gar nicht, dass ich das tun muss. Also wenn das irgendwann passiert, dann passiert es. Nur wissen wir nun mittlerweile, und Maren kann davon ein Lied singen, das war ja früher nun wirklich anders, es outet heute ja ein Medium keinen mehr. Also nicht mal die da in diesem Zusammenhang mal gern zitierte Bild-Zeitung würde so etwas tun. Und die weiß das natürlich. Die Gesetzeslage ist heute auch eine andere. Ne? Durch das Caroline-Urteil darf man nicht einfach das machen. Ganz genau. Und da hat Matthias Prinz viel Vorarbeit geleistet. Der Medienanwalt, genau. Und insofern finde ich, muss diese Entscheidung eine private sein, obwohl die Sache selber, und das hat Maren irgendwann in einem Interview gesagt, ist noch gar nicht so lange her, im Zusammenhang mit Out, wenn ich mich richtig erinnere, ist eben keine private. Wenn man es tut, dann ist es eine gesellschaftspolitische, weil es hat im schlimmsten Falle Auswirkungen. Oder es hat auch vor allen Dingen Auswirkungen, wie sich die Gesellschaft verhält. Ich glaube aber, dass dieser Schritt der 185 Künstlerinnen und Künstler ein nicht nur mutiger, sondern vor allen Dingen auch wichtiger Schritt war, um klarzumachen, weil wenn man die, glaube ich, 8 oder 10 Seiten im SZ-Magazin wirklich liest, bekommt man ja etwas mit von dem Leben, von dem die Kolleginnen und Kollegen erzählen. Und das ist nicht immer lustig, was da berichtet wird. Und wenn man das liest,
könnte selbst demjenigen, der sagt, das ist doch aber privat, klar werden, dass es eben nicht privat ist. Weil der Beruf des Künstlers, speziell auch des Schauspielers, ein öffentlicher ist. Die Arbeit wird öffentlich wahrgenommen. Insofern war das eine riesengroße Notwendigkeit, um der Gesellschaft auch mal wieder einen Spiegel vorzuhalten, dass es eben nicht normal ist. Das muss ich nochmal nachfragen, weil du hast eben gesagt, die Klientinnen, die sich nicht geoutet haben, die sagen, ja, vielleicht passiert es nicht. Aber andererseits sagst du, es passieren noch dramatische Sachen. Das heißt, war es nicht doch die Angst vor dem Karriereknick, die Angst, die Rollen nicht mehr zu bekommen? Ich sehe mich nicht in der Position, das zu beurteilen. Das kann sein. Es kann aber auch etwas ganz Lapidares sein, wie zum Beispiel, es ist und bleibt meine Sache. Und ich möchte dieses Private nicht öffentlich machen. Das ist ja immer eine individuelle Entscheidung. Und ich glaube, dass den 185 das auch nicht allen einfach gefallen ist, dass das bestimmt auch eine Überwindung gekostet hat. Und insofern finde ich, muss die Entscheidung, so einen Schritt zu tun, auch zuallererst eine private sein. Verstanden. Trotzdem frage ich nochmal nach, weil du als, du hast das, was man in Amerika Publicist nennt, bist du, ne? Du bist ja nicht nur Presseagent, ja. Du beantwortest nicht nur Interviewanfragen, sondern du kreierst auch ein Image mit, du begleitest und berätst diese Leute. Deswegen stelle ich mir zumindest aus der Außensicht das so vor, dass da natürlich Gespräche stattfinden. Wie gehen wir damit um? Schadet ihr das? Was für Rollen willst du in Zukunft spielen? Ich weiß, das ist die Aufgabe normalerweise des Künstleragenten. Du bist der Presseagent, aber trotzdem hat ja die Pressearbeit auch was mit dem Image zu tun und damit, wie der Schauspieler, die Schauspielerin der Öffentlichkeit gesehen wird. Naja, solange das kein öffentliches oder gemachtes Outing ist, ist es auch in der medialen Debatte keins. Also selbst Journalisten, die in einem oder anderen Fall von einem Künstler dies wissen, werden diese Frage nicht explizit stellen. Insofern erübrigt sich das. Ich verstehe, ich habe eine große Bewunderung, ich sage es nochmal, vor dem Mut der Kollegen. Ich habe auch Verständnis derer. Und ich weiß gar nicht, ob das eine Angst vor dem Karriereknick ist. Das kann durchaus sein. Aber vielleicht ist es auch wirklich etwas, wirklich fast Lapidares, dass man sagt, ich möchte, dass es meine Sache bleibt. Und dass ich für mich entscheide, ob ich das und wenn ja, wann ich es öffentlich mache. Und bist du einer der deutschen Presseprofis, was den Filmbereich betrifft? Deswegen, wenn wir konstruktiv heute in der Runde sein wollen, was kannst du denn Schauspielerinnen raten, die nicht geoutet sind, wenn sie neu anfangen oder wenn sie mitten im Job stehen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie sich unwohl fühlen mit einer medialen Situation? Wie sollen sie damit umgehen? Ich glaube, da kann Nicola nachher was sagen, weil sie ja am Anfang ihres Berufslebens ist. Ist eine Vermutung, revidiere mich oder bestätige mich nachher, wenn du dran bist. Ich glaube, wenn man sehr offen von Anfang an damit umgeht, ist das viel einfacher, als wenn man es macht, wenn man in der Blüte der sogenannten Blüte der Karriere steht, um dann etwas rumzureißen. Es gibt ja Schauspieler, das meine ich jetzt auf die Männer konkret bezogen, wo über die Jahre ihre Auswahl auch an Rollen und der Gestaltungsfähigkeit auch etwas passiert ist, wo sie ein bestimmtes Männerbild kreieren. Und ich kann mir vorstellen, nein, ich weiß es, dass es sehr viel schwerer ist, dieses tradierte Bild, was geschaffen ist, zu zerstören. Wenn man aber, zerstören im Sinne von, dass man die Träume, die möglicherweise bei Zuschauerinnen existieren, ins Wanken bringt. Und das mag, vermute ich, vielleicht etwas einfacher sein, wenn man von Anbeginn damit umgeht. Und ich glaube, dass jeder Künstler, der jetzt anfängt, in diesem Beruf nach diesem Manifest, es einfacher hat, damit umzugehen. Weil er weiß sich in einer größeren Gruppe. Vielen Dank, Peter. Und da Nicola angesprochen worden ist, fragen wir doch Nicola, war das für dich überhaupt eine Frage, jetzt zumindest in dem Kreis der Schule out zu sein oder nicht? Wussten es deine Dozentinnen von Anfang an? Also
Mir persönlich hat der Schritt nach Berlin zu gehen und dieses erste halbe Jahr, das ich an der Schule verbracht habe, hat mir für mein inneres Outing sehr, sehr geholfen. Und als ich dann diesen Punkt erreicht habe und mir selbst eingestanden habe, ja, ich stehe auf Frauen so, dann wollte ich es in die Welt rausrufen. Und ich habe mit jedem drüber gesprochen, der es nicht hören wollte. Und wer nicht. So, war mir egal. Also, ich habe darüber geredet. Und so ist es auch heute noch. Und ich habe auch überhaupt gar kein Problem damit, wenn ein Dozent mir sagt, ich werde meinen Ehemann ganz glücklich machen, dann sage ich nein, meine Ehefrau, Punkt. Und dann ist die Situation für mich gegessen. Also halt da jemand, der einen sehr, sehr offenen Umgang damit hat, weil für mich wäre es einfach ein wahnsinniger Rückschritt. Das Spannende ist ja, sehr lange dafür gebraucht. Das Spannende ist ja, wir haben jetzt mit Maren, Mehmet und dir haben wir drei verschiedene Generationen, aber auch drei verschiedene Situationen im Job. Ja, das heißt, ja. Mehmet ist mittendrin, ja, du kannst sehr viel nach vorne, aber auch etwas zurückblicken, Maren, und du blickst sehr weit nach vorne. Hast du das Gefühl, yippie, ich bin jetzt die Generation Act Out, ich starte jetzt genau mit diesem Ding mit Rückenwind? Ist das so ein Glücksgefühl oder wäre es auch nicht schlimm gewesen, wenn das jetzt nicht passiert wäre? Ich glaube, es ist schon ein großer Schritt in die richtige Richtung und wir müssen jetzt eben auch dranbleiben. Und das ist auch ein Ding meiner Generation, dass wir da uns zusammensetzen und der Veränderung weiter Rückenwind geben. Und wir sind, oder ich bin auch der Generation jetzt von Maren zum Beispiel total dankbar. Ihr habt uns einen gewissen Weg auch einfach schon geebnet, dass es uns jetzt leichter fallen kann oder wird. Alle zu Hause bitte gerade mal für Maren und die vielen Marens und Männer und Frauen applaudieren, die das möglich gemacht haben. Ich glaube, das kann man etwas Heldenverehrung, darf schon, muss schon sein. Kannst du mal beschreiben, was an deiner Schauspielschule passiert ist nach Act Out? Wie hast du das erlebt? Wie waren die Reaktionen? Was ist dann passiert? Also dadurch, dass wir ja gerade auch im Lockdown alle zu Hause sind, haben wir nicht so die Kommunikation innerhalb der Schule. Aber ich weiß zum Beispiel, dass in der Dozierendenschaft jetzt das Gespräch angefangen hat, dass da so ein Aufschrei, genau, es war so ein Aufschrei und so, huch, es gibt diese Art von Diskriminierung auch bei uns, Fragezeichen, und dass dann jetzt auch so in die Klassen reingegangen wird, dass die Dozierenden von sich aus nach und nach das Gespräch suchen, dass aber auch die Studierendenschaft jetzt immer weiter, also dass wir zoomen jetzt mit den unterschiedlichen Jahrgängen und machen diese Diskriminierung, die in der Vergangenheit passiert ist, einfach auch transparent und zeigen so, Leute, uns ist das auch passiert, sprecht mit den kommenden Jahrgängen darüber, bleibt einfach dran und wir ermutigen uns auch gegenseitig. Ja. Verändert sich was? Hast du das Gefühl, dass das jetzt nicht nur ein Durchzucken ist, sondern dass da auch Aktion draus erwächst? Irgendwelche konkreten Maßnahmen? Also die Maßnahmen sind bis jetzt, wir reden drüber, es folgen Gespräche und alles Weitere wird die Zeit zeigen, inwieweit jetzt auch Rollenbilder auf der Bühne verändert werden oder dort, dass ein Hamlet auch von einer Frau gespielt wird, sodass wird jetzt einfach die Zeit mit sich bringen, wenn wir eben auch endlich wieder mal in die Hochschule dürften. Das heißt, du willst sagen, dass immer noch ist die klassischen Rollenerwartungen, die sind, die auch in der Schauspielschule prägend sind? Ja, das ist so. Also natürlich muss man da auch von Dozierenden zu Dozierenden unterscheiden. Es gibt die, die wahnsinnig offen sind, die mit uns von Anfang an im Gespräch sind und die auch bereit sind, von uns zu lernen. Aber es gibt eben auch diejenigen, die da ganz festgefahren sind in ihrem und so diese veralteten Klischeebilder haben. Der muskulöse Mann ist der Held, der die kleine arme Frau rettet. Und das ist so, so schade. Weil das heißt, es ist nicht nur im ZDF so, sondern auch auf der Schauspielschule. Wenn man an diesenjenigen gerät, der einen dann unterrichtet, ja. Was würdest du sagen, weil wir haben gesagt, wir wollen heute auch Ideen sammeln oder Impulse sammeln, was kann oder müsste an der Schauspielschule geschehen jetzt konkret? Klar, die Rollenbilder, aber wie kann das passieren, wie kann man dazu beitragen? Also als allererstes würde ich sagen, sind viele, viele Workshops und Weiterbildungen auf der dozierenden Seite angebracht, dass die einfach auch, was wir vorhin auch schon mal angesprochen hatten, es ist
definitiv ein Generationsding mit. Und es gibt umgangssprachlich Sprüche, die gehen heute einfach überhaupt nicht mehr. Und dass man das eben auch lernt, wie, in welche Form von Diskriminierung äußere ich denn überhaupt, dass da ein Bewusstsein geschaffen wird und eine Sensibilisierung stattfindet. Und dass wir als Studierendenschaft jetzt aber auch nicht sagen, oder dass wir nicht aufgeben, sondern dass wir da dranbleiben und die Dozierenden an die Hand nehmen und sagen, komm, jetzt sei mutig, erweitere deinen Horizont, geh einen Schritt raus, verlasse die Schiene der alten Klassiker, wie sie geschrieben worden sind. Auch wenn man daran ein gewisses Handwerk lernt, kann man dort Diversität reinbringen. Und dass wir dort gemeinsam arbeiten und nicht so jeder gegeneinander. Das ist der ganz falsche Weg. Hast du das Gefühl, ich nehme an, die 185, von denen kennst du die allerwenigsten oder kanntest du am allerwenigsten persönlich. Hast du das Gefühl, jetzt, wo ihr diese virtuelle Gruppe seid, wo ihr vereinigt seid auf diesem Titelbild des SZ-Magazins, dass du die alle irgendwie kontaktieren kannst, könntest, wenn mal was ist? Ja, schon, auf jeden Fall. Also ich glaube, 3, 4 andere aus der Hochschule haben mitgemacht, mit denen bin ich auch im Gespräch so. Und zu allen anderen habe ich das Gefühl, sofort Rat zu finden, wenn ich nicht weiter weiß oder wenn ich mit einer Situation nicht umgehen kann, die eventuell auf mich zukommen wird in Zukunft. Also es sind so 184 Leute aufgeblockt, die ich als Bezugsperson ansehen könnte. Mehmet, würdest du das auch so sehen? Ja, ich dachte jetzt auch gerade, es sind noch viel mehr als 185, weil ganz viele gar nicht im Manifest vorgekommen sind, die danach gesagt haben, ach wie toll, so. Also ich habe auch auf jeden Fall Freunde, mit denen ich dann so, wenn irgendeine Situation passiert, die mich in eine Ecke bringt oder die mich verunsichert, also passiert das jetzt durch das Manifest auf jeden Fall schneller, dass ich dann so schreibe, hey, das und das ist gerade passiert. So, und dann kommt schon eine Geschichte, ah ja, ist mir auch passiert, hab so wild. Das heißt, ihr habt alle gemeinsame WhatsApp-Gruppe oder wie seid ihr organisiert? Nee, in Instagram, also jetzt eine Riesengruppe gibt es auf Facebook schon, so, aber ich meinte jetzt eher so Einzelgespräche. Oder meintest du das auch, Nicola? Also es ja. Gibt nicht jetzt, ihr habt jetzt nicht irgendeine Möglichkeit, ihr habt jetzt nicht irgendwie einen Chat-Room, wo ihr alle aufeinander zugreifen könntet, um mal was zur Diskussion zu stellen oder sagen, kann mir jemand mal helfen? Oder, doch, das, oder das wie komme ich schon. Jetzt an die Maren Kräumann ran, wenn ich sie mal brauche? Das weiß ich jetzt nicht, ob das für die Gruppe da ist, aber es gibt schon, das muss man schon sagen, auf Facebook die Act-Out-Manifest-Gruppe und die ist nochmal mit, also weniger mit den individuellen, also die sind wirklich strukturell gerade am Vormarsch. So, und da geht es auch sehr viel mehr um Transmenschen in non-binär, also da geht es nochmal um sehr viel differenziertere und noch sehr viel kompliziertere Fragen vielleicht als jetzt die Realität eines schwulen Mannes am Markt, die auch nicht unkompliziert ist natürlich, aber da das Act Out Manifest, glaube ich, die Facebook-Gruppe hat sich nochmal so einen Schritt progressiv, also die greift jetzt schon nochmal echt in die Zukunft, habe ich das Gefühl. Das ist auch die Realität, ich meine, non-binäre Menschen sind ja da und haben es natürlich noch schwerer überhaupt auch gecastet, angesprochen zu werden. Es gibt keine mir bekannte Rolle im deutschen Fernsehen, die non-binär ist. Ist das auch so ein bisschen Auftrag, den ihr euch selber gegeben habt, über diese Gruppe auch damit diese Diskussion, das selber Lernen voranzutreiben, Nicola? Du wusstest wahrscheinlich auch nicht vorher so viel über Diversität, wie du es jetzt weißt. Das stimmt. Ich habe mich gerade auch als diese Interviewanfrage gekommen ist, habe ich mich sehr, sehr viel mit auch eben in der Hochschule damit auseinandergesetzt und habe sehr, sehr viele Gespräche geführt und die waren ganz bereichernd, aber gleichzeitig hat es auch, weil ich eben so ein offener Mensch bin, und es hat war so ein Schockmoment auf einmal, so zu erfahren, boah, da gibt es Leute, die sind eben nicht so privilegiert wie ich. Die haben wirklich harte, harte Dinge erlebt in der Hochschule. Und mir, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, hat die Hochschule geholfen, zu mir zu finden. Und es gibt aber auch den krassen Gegensatz, dass die Hochschule in ihrer konservativen Art und Weise die StudentInnen dazu verleitet hat, mehr in sich drin zu sein. Weil sie gemerkt haben, ich komme hier mit meiner Diversität einfach nicht voran oder mir wird abgeraten davon. Mir wird gesagt, ja, pass aber auf, dass du nicht so zu schwul rüberkommst, dass du nicht schwul redest. Und das sind halt so, das hat mich auch tatsächlich sehr überrascht. War ich vielleicht auch ein bisschen naiv in der Vergangenheit?
Wir als queer Community oder ihr speziell als Schauspielerin habt konkrete Forderungen. Man wünscht sich mehr Repräsentanz in den Stoffen. Das ist natürlich erstmal eine Forderung an andere. Das ist eine Forderung an Strukturen. Da können wir vielleicht später noch drüber reden. Ich würde vorab drüber reden, was wir ändern können. Wir sind ja auch Teil einer Struktur. Du hast mir gesagt, Nicola, im Vorgespräch, eine ganz einfache Sache. Die Bibliothek bei euch, das ist keine große Investition, wenn die entscheidend queerer werden würde. Auf jeden Fall, dass wir eben auch Stoffe haben, mit denen wir dann zu den Dozierenden gehen können und sagen, guck mal, das ist eine ganz tolle Geschichte, die möchte ich gerne mit euch auf die Bühne bringen. Das wäre ganz toll, die Figur hat die Qualitäten oder da ist das Problem und damit möchte ich mich auseinandersetzen, dass da einfach auch frischer Wind reinkommt. Und das ist so einfach. Ich frage mich gerade, müssen wir gleich auch mal mit dem Kai von der Queer Media Society drüber sprechen, gibt es überhaupt so einen Kanon an queeren Stoffbühnenstücken? Würde dir da was einfallen, Maren? Was man jetzt zurückgreifen würde, wenn man jetzt die Bibliothek der Schauspielschule wäre? Ich denke gerade darüber nach, es gibt was ist Mikro irgendwie über Homosexualität in Hollywood, glaube ich, gibt es so zwei Bände. Mhm. Aber das sind ja nicht Stücke, sondern da kann man, was auch wichtig ist, erkennen, wer schwul und wer lesbisch war, immerhin. Ja. Aber Stücke, also nicht, dass ich. Das ist schön, wenn man so einen queeren Kanon für Schauspielschulen entstellen könnten, wo man nicht immer jeder die bei Null anfangen müsste, sondern einfach den Meter oder hoffentlich Kilometer. Ja, queere. Da gibt es ja Stücke, die könnte man mal sammeln. Ja. Und es gibt vielleicht, was ich vorhin sagte, auch im Bereich Comedy oder so, gibt Satire, Kabarett. Gibt gerade im angelsächsischen Bereich gibt es einfach ein paar Vorbilder, wo man plündern könnte und wo es auch, sagen wir mal, Szenen zum Vorspielen, also Vorsprechen gibt oder so. Da kann man ja auch mit anfangen. Was spreche ich vor? Ich habe irgendwie ein Tucholsky-Stück irgendwann mal genommen. Irgendwie auch was nicht wirklich zur Theaterliteratur zählt. Mhm. Irgendwie ein Dialog oder so. Man kann da findig sein und Leute plündern, die man einfach gut findet, auch wenn sie nicht zum offiziellen Kanon bisher gehören. Also, dass wir da auch eine Tür aufmachen. Also, du hast jetzt schon einen Vorschlag gemacht, den wir alle jetzt mit weiter betreiben werden. Vielen Dank. Mehmet, du hast eben auch einen konkreten Vorschlag gemacht oder du hast zumindest gesagt, du hast zumindest berichtet von dieser Casting-Situation. Deswegen würde ich gerne mit Kamira gerade sprechen. Was kann man denn tun, um ein Casting möglicherweise offener zu gestalten oder wie kann man das besser kommunizieren? Du hast ja gehört, was Mehmet eben dazu gesagt hat. Also, dass es bei dir gut funktioniert, hilft uns jetzt nur begrenzt weiter, weil es ja offensichtlich genügend andere Beispiele gibt und wir sollten ja positive Beispiele jetzt geben, an denen sich andere orientieren können. Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Es kommt ja gar nicht so häufig zum Live-Casting, ne? Also das muss man da auch mitdenken. Es gibt ja viele Besetzungen über das Demoband und über Self-Tapes und gar nicht so häufig die Situation, dass man live miteinander arbeitet. Leider zu meinem Unglück. Also ich finde es ja sehr sinnvoll. Für die Figuren, die wir besetzen, für Filme, da geht es ja immer um die Projektionsfläche. Und deshalb glaube ich auch, was ich vorhin schon angesprochen habe, es gibt natürlich bei einer Casting-Situation, glaube ich, immer einen gewissen Druck, dass man sich schützt, weil man die Leute nicht kennt, auf die man jetzt zukommt. Und ich kann nur sagen, dass es sicherlich hilft, wenn man irgendwie in den Einladungen vielleicht auch schon eine Casting-Einladung eine Offenheit signalisiert. Aber wenn ich Mehmets Demoband anschaue, dann sehe ich ja auch, dass er queere Figuren, also seine Figur, die er besonders liebt, gespielt hat. Und das sehe ich ja. Und dann lade ich ihn ein. Das heißt aber nicht, dass er queer ist, also wenn er queere Figuren gespielt hat. Aber trotzdem ist das ja ein Aspekt, den er da spielt, den ich sehe. Und wenn ich ihn für eine Rolle einlade, die nicht queer ist, dann ist das ja schon mal ein Zeichen, dass ich nicht, also dass mein Horizont da jetzt nicht so ist.
Aber ich weiß nicht, wie man es in einer konkreten Casting-Situation ändern kann, außer dass man offen ist und herzlich und die Menschen zu sich einlädt und eine tolle Arbeitsatmosphäre schafft, in der alles möglich sein darf. Mehr, aber das versuchen, glaube ich, eh alle, hoffe ich. Mehmet? Ja, ich will dazu was sagen oder auch schon davor an die über die Schauspielschule kurz, weil ich in derselben Schauspielschule war wie Nicola. Also ich hatte zum Beispiel in der Schauspielschule die Erfahrung oder das Gefühl, dass es tatsächlich egal war, wer man war, und die Geschichten, die waren vielleicht auch problematisch, die man auf der Bühne gespielt hat. Aber es war, oder vielleicht habe ich sie als weniger problematisch empfunden, weil ich als Mann weniger problematisch empfunden. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, es ist wirklich egal, wer man war. Und auf der Bühne hat man dann diese Geschichten erzählt. So. Und ich hatte auch das Gefühl, dass eigentlich auch den Frauen so das Zupacken und Anpacken und sowas eigentlich so beigebracht wird oder sie dazu ermutigt werden. Und ich habe erst mit dem Einstieg in die Filmbranche, hatte ich das Gefühl, dass die Rollen, ich habe auch mit als Love Interest angefangen quasi. Also dein erster Film hast du einen Hetero gespielt? Einen heterosexuellen Liebhaber. Mit Frau Furtwängler an der Seite. Mit Maria Furtwängler, und ich war der junge Liebhaber, also sozusagen die männliche Hauptrolle und der, also Love Interest. Männliche heterosexuelle Hauptrolle. Hauptrolle, genau. Und da erst ist mir das erste Mal passiert, dass ich das Gefühl hatte, der Anspruch an die Rolle wurde mir auch privat gestellt. So, also dass ich auch privat am Casting oder wenn ich aufs Set gekommen bin, so, mag sein, dass das auch mein eigenes Hirngespinst war, aber sicher nicht zu 100%, aber ich hatte das Gefühl, man muss auch hinter der Kamera plötzlich die Rolle performen, die man vor der Kamera performt. Also ich hatte das erst im Filmbereich und so. Und ich glaube, ich glaube, es würde helfen, wenn es irgendwie klar wäre. Und da finde ich dieses, ja, es ist wirklich absolut eine Privatsache, was du bist, finde ich weniger sinnvoll, weil man will sich ja privat begegnen auf einem Casting. Also es geht ja darum, dass man sich kennenlernt. So. Und dass man eigentlich so lange sich kennenlernt oder bohrt, bis man, also und hast du einen Freund, Freundin oder also wie sieht dein, also sozusagen, dass man sich irgendwie öffnet, so, ja. Dass man sich erst recht öffnet oder so. Also weniger die Berührungsängste von so, okay, die Person darf sein, wer will oder sie will, sondern eher zu, okay, wir lernen uns tatsächlich kennen. Das schafft ja Nähe, ja. Die vielleicht einem hilft bei der Sexszene auch oder so. So, und dann war man hinter der Kamera kurz, wer man war, so mit allen seinen, weiß ich nicht, Emotions oder so, und dann geht man vor die Kamera und kann dann was probieren, sozusagen was anderes ist. Ich würde vielleicht auch noch eine Sache beitragen. Ich habe mich ziemlich viel beschäftigt mit auch Diversität in Unternehmen, und die sagen auch meistens, die Unternehmenskultur ist doch so wichtig, wenn wir offen sind. Und da muss man leider widersprechen. Es reicht nicht, offen zu sein. Man muss es aussprechen. Man muss es ansprechen. Man muss sagen, dass man unterstützen würde. Man muss Signale setzen. Und ich weiß, ich kenne diese Casting-Situation nicht. Ich will nur dafür werben. Also oft ist es auch so ein Missverständnis, dass queere Menschen einfach mehr brauchen als jemand, der nett zu ihnen ist und der eine Hand nimmt, sondern dass es tatsächlich ausgesprochen wird, dass es kein Problem wäre, wenn man seinen Freund als schwuler Mann mitbringt oder keine Ahnung erwähnt. Das vielleicht nur mal so als Anregung, weil ich glaube, das ist in allen Wirtschaftsbereichen großes Missverständnis, dass ein gutes Klima das schon vorbeugen könnte. Ich muss auch, Entschuldigung, kurz sagen, seitdem ich einen Freund habe, habe ich das Gefühl, es ist viel einfacher, weil man dann einfach so im Nebensatz sagen kann, ja, mein Freund hat mich vorbeigebracht, und dann ist irgendwie schon so viel geklärt. Also da war es als Single nochmal sehr viel irgendwie schwieriger, das irgendwie auf den Tisch zu packen, ohne dass es so ein neues Outing ist oder so, also dass es so nebenher selbstverständlich kommt. Ja. Aber darf ich mal kurz einhaken? Meine Frage an dich, Mehmet, zum Beispiel ist, warum ist es dir in dem Moment, also jetzt in der Casting-Situation, ich lade dich zum Casting ein für eine heterosexuelle Rolle zum Beispiel, und wir sprechen, warum ist es dir wichtig, dass ich diesen Aspekt wahrnehme, privat jetzt, auf der privaten Ebene, weil wir uns dann besser kennen oder weil ich möchte ja sehen, wie du spielst, und deshalb weiß ich nicht, was ich jetzt als Casterin, außer dass ich vielleicht so eine Art öffentliches Bekenntnis mache, dass ich für Vielfalt offen bin und alle Menschen willkommen sind,
was ich da tun könnte? Also was wäre etwas, was dir helfen würde, um dich wohler zu fühlen in in einer Casting-Situation zum Beispiel? Ja, ich glaube, da greift dieses Ding von dieser internalisierten Homophobie oder sowas. Also es greift sowas, ist jetzt das, was mir als erstes einfällt. Also, aber es greift sowas, dass also man soll eine heterosexuelle Rolle spielen und das sozusagen geht dann d'accord. Also das ist dann so, wie die Gesellschaft ja auch privat von einem verlangt, dass man heterosexuell spielen soll. Also das heißt, es ist sozusagen etwas, was man gerne machen will, aber gleichzeitig auch was sozusagen privat auch manchmal irgendwie sozusagen ungut war. Oder also sozusagen, das ist vielleicht irgendwas, dass man sozusagen, ja, man spielt das und man spielt es auch gerne, aber es soll auf jeden Fall, diese Rolle, die man dann spielt, soll nicht liebenswerter sein als das, als wer da jetzt privat reinkommt oder so. Also sozusagen, also es ist wahrscheinlich heikler, als es dann ist. Darum denke ich manchmal, ja, vielleicht macht man sich selber dann einfach zu viel Kopf drum, aber irgendwie, irgendwie ist man ja schon, seitdem man irgendwie 14, 15 war, will eigentlich schon die Welt, dass man heterosexuell performt. So, und dann soll man eine heterosexuelle Rolle spielen und dann hat man das Gefühl, wenn man die dann spielt und dann ist alles andere weg, dann verneint man sich irgendwie so selber die ganze Zeit. Also dann, dass es zumindest irgendwo so einen Raum gibt, wo das so, macht das Sinn, was ich sage? Das macht total Sinn. Ja, ich glaube, ja. ich glaube, so sehe ich jetzt zumindest die Kamera auf die Entfernung, dass sie, glaube ich, gerade auch im Nachdenken ist, ne? wie man das umsetzen kann, oder? Das ist, also ich glaube, es ist wirklich, jeder muss es, glaube ich, individuell in seine Prozesse mit übersetzen, was du gerade. Ich glaube, es geht überhaupt darum, dass man akzeptiert, dass dieser Stress, den man hat, ja, dass der oft nicht gesehen wird, ja, und dass es nicht deine Schuld ist, diesen Stress zu empfinden, sondern dass es ein struktureller Stress ist, weil so fühlen sich die meisten queeren Menschen, die irgendwas darstellen müssen, was sie nicht sind. Und das wissen viele Heteros nicht. Die denken, hey, du hast doch einen Freund, wo ist denn dein Problem? So, ich glaube, einfach diese Übersetzung muss man, glaube ich, machen. Also ich denke gerade an die Situation und mit den Fingernägeln. Und wenn zum Beispiel ich die Casting-Person wäre und ich würde sehen, da kommt ein junger Mann mit lackierten Fingernägeln, würde ich vielleicht sagen, ah, schöne Nägel. Oder irgendwie nur einen kleinen Blick oder so. Und dann wäre, also neulich sah ich zum Beispiel Menschen mit der Regenbogenflagge als Maske. Irgendwie in einem Geschäft, habe ich gesagt, schöne Maske. Ja. Schöne Maske. Irgendwie, man kann ja mit kleinen, sind ja manchmal Blicke, ja, wo man weiß, ich möchte, dass der sich jetzt aufgehoben fühlt. So. Also wirklich sehr kleine Sachen. Nicola, kannst du was damit anfangen, was wir gerade sagen? Oder ist das für dich, weil du immer noch dabei bist, alles in die Welt rauszurufen, überhaupt kein Thema? Nee, ich kann durchaus was damit anfangen, was ihr sagt. Weil eben auch bei uns, dass es eben keine queeren Menschen auf der Bühne gibt und dass ich mich dadurch auch nicht so ganz repräsentiert fühle. Und natürlich, es ist so ein nicht bestehendes Gleichgewicht. So, es sind so die heterosexuellen Figuren, die ich spiele, das wiegt so schwer. Natürlich mache ich das gerne, weil ich einfach gerne spiele. Aber es wäre auch einfach mal so schön, eine diverse Figur auf die Bühne zu bringen und das zu zeigen, weil die eben ganz andere Probleme hat, als jetzt eine heterosexuelle Figur. Und da ist der Wunsch, die Sehnsucht einfach natürlich auch bei uns da. Und das ist nicht nur bei mir. Wenn wir darüber nachdenken, was können wir selber alle dazu beitragen, dass es diese Stoffe gibt, dass es diese Projekte gibt oder diese Formate gibt. Es gibt ein schönes Beispiel von Maren. Du hast in deiner Sendung, in deiner Satire-Sendung, gab es eine Folge, die nur von queeren Menschen gespielt worden ist. Das ist dir das jetzt angeboten worden? Ich glaube, das hast du selber mit nach vorne gepusht. Ja, ja. Ja, kannst du mal klar, kurz erzählen, wie das gelaufen ist? Jetzt, die meisten haben es wahrscheinlich eh alle gesehen. Es war eine Pflichtveranstaltung in der queeren Community. Ich glaube, jeder wird aus der den queeren Queerpass entzogen, der das nicht gesehen hat oder der es nicht nur in der Mediathek macht. Aber es geht ja darum, wie entstehen diese Positivbeispiele? Was muss man da wo wie machen? Also im Grunde kam die Anregung, das Musikvideo zu machen durch die Act-Out-Leute, weil wir hatten einfach Kontakt und das ist ein langjähriges Thema von mir und wir hatten auch in der Sendung davor schon einen Mann für Maren, eine Partnervermittlungsagentur, wo aus homosexuellen, heterosexuellen Menschen
werden, das haben wir schon jahrelang gehabt, also es ist einfach ein Thema und ich dachte, ein Coming-out-Video wäre toll, da das Musikvideo am Schluss unserer Sendung eignet sich einfach toll für sowas. So, und dann kam nachgeordnet der Gedanke, Mensch, man könnte ja in allen anderen Sketchen, die wir haben, könnte man einfach nur LGBT-Personen besetzen und einfach mal zu zeigen, dass es geht, dass wir wirklich alles spielen können. Das war eigentlich der nachgeordnete Gedanke. Und das habe ich dann, das haben wir durchgekriegt. Das war mit der Firma gar kein Problem. Das war mit Radio Bremen kein Problem. Kai Pieck von der Queer Media Society hat uns da wahnsinnig geholfen. Organisatorisch war das ja nicht einfach. Ich habe natürlich ein Leute zu besorgen auch, ne? Ja, ich kenne natürlich einige und Kolleginnen oder KollegInnen oder Freunde aus dem Freundeskreis, aber nicht, ich kenne ja nicht alle. Und dann hat man immer so die Situation, dass da vielleicht jemand ist, wo man gehört hat, die soll ja mit einer Frau zusammen sein oder der soll schwul sein. Und du weißt es aber nicht und du kannst ja nicht gut sagen, ich mache eine Sendung, bist du schwul, dann kannst du bei uns mitspielen. Das kannst du ja auch nicht machen. So, und da war das eben super, dass Kai Pieck also der kennt einfach sehr viele Leute und konnte da einfach organisatorisch sehr, sehr viel helfen. Nee, jetzt, abgesehen davon, dass Kai viele Leute kennt, auf der strukturellen Ebene ist es natürlich so, dafür ist die Queer Media Society ja auch da. Ja? Und ich glaube, wo wir auch reden müssen, ist, wie vernetzen wir uns organisatorisch? Es kann ja nicht immer nur davon abhängen, ob Kai gerade Zeit hat, sondern geht ja auch darum, dass man jetzt, sag ich mal, aus Act Out etwas macht, was tatsächlich auch Programm verändern kann. Ja. Und die Frage ist, wie bekommen wir das hin? Kannst du junge Leute oder jüngere Kolleginnen animieren, eigene queere Projekte nach vorne zu treiben? Auf jeden Fall. Wie sollen sie das machen? Auf jeden Fall. Wenn die als Regiestudierende auf der Filmhochschule sind, natürlich haben die eigene Stoffe, bringt man eigene Stoffe an. Das kann ein queerer Stoff sein, da können wir uns ruhig trauen. Oder ja, also wo immer wir eine Möglichkeit haben, uns zu artikulieren, dass wir das tatsächlich sagen. Also übrigens auch, und das finde ich wichtig, was du sagst mit Queer Media, das seid ihr auch hinter der Kamera. Also zum Beispiel bei unserer Sendung, ich arbeite schwerst dran. Ich hatte bis jetzt noch keinen schwulen Regisseur. Ich hatte, glaube ich, eine lesbische. Ich glaube, in der Sendung, sonst schon. Ich glaube, ich hatte eine lesbische Regisseurin, ich glaube sogar zwei, aber wir haben nicht drüber gesprochen, aber ich habe da noch keinen schwulen Regisseur, da arbeite ich schwerst dran oder wir alle auch. Also das ist natürlich total wichtig, dass man hinter der Kamera bei den Leuten, die schreiben, bei den Leuten, die es umsetzen, auch bei den Musikern, also überall mit allen, mit denen man arbeitet, es ist total wichtig, sich zu zeigen, weil dann die Vernetzung natürlich viel leichter geht. Und es auch zu äußern, ich möchte gerne jemand haben, der nicht hetero ist, zum Beispiel. Peter, Peter, du als PR-Profi, was können wir als Community oder als, sag ich mal, Homo-Queer-Lobby, wie es ja oft so despektierlich heißt, also als die Leute, die versuchen wollen, in den Strukturen was zu verändern, wie können wir mediales Bewusstsein dafür schaffen? Wie können wir medial da arbeiten? Was wären deine Strategien, dass das nicht immer so ein Minderheitenthema ist, wo alle sagen, oh, muss das jetzt wieder sein? Ich glaube, der erste Schritt ist ja getan und die weiteren werden ja ungefähr in folgender Situation ablaufen. Die Schauspielerin, der Schauspieler, der zu dieser Aktion gehört, in den Medien auch als Teilnehmer dieser wahrgenommen ist, wird definitiv, seht ihr mich noch? Ja, ja, total gut. Ich sehe euch nicht mehr, weil ich wieder hier raus bin. Aber, wir sehen nicht gut. Schon bin ich wieder da. Und die werden natürlich in jedem Interview, was sie geben, zu den nächsten ihrer Projekte, wird mit Sicherheit eine dieser Fragen sein. Und ich habe bei meinen dreien, die dabei waren, der Jonathan Berlin hat sich ja als ein Teil der Gruppe mit anderen gemeinsam in mehreren Medien geäußert. Die beiden anderen hatten von vornherein beschlossen, sie wollen die Aktion so stehen lassen. Aber sie werden sich natürlich im Zusammenhang mit einem klassischen Arbeitsinterview einer solchen Frage nicht verweigern. Was sie aber nur vermeiden wollten, und das finde ich auch klug und richtig, weil was ist denn passiert nach der Aktion? Also wir brauchen ja gar nicht reden von B wie Bild-Zeitung bis ZDF-Leute heute waren ja alle. Und wen wollen die immer vor ihrem Stift oder vor ihrer Kamera haben? Die sogenannten Prominenten.
Und dann wäre das passiert, was die Aktion eben nicht sein sollte, dass wieder nur die bekanntesten von denen die Sprachrohre sind. Und deswegen war die Entscheidung auch so klug, dass es da immer Paarinterviews gab. Aber die werden sich äußern. Und ich habe von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mal abgesehen, so klar muss man es ja sagen, das Feuilleton gehört nun bekanntermaßen nicht zu den linksradikaleren Medien dieses Landes, sondern eher zu den ganz Konservativen. Und deshalb ist der Nährboden bei der FAZ auch ein ganz anderer als bei der linksliberaleren Süddeutschen Zeitung. Deswegen war die Entscheidung goldrichtig, die Aktion dort zu machen. Ich will aber sagen, dass es wird an diesem Thema in Zukunft niemand mehr vorbeikommen. Das ist gut und richtig, aber gut und richtig fände ich eben auch, wenn es nicht darum geht, dass man dieses Thema herausnimmt aus dem eigentlichen Arbeitsumfeld des Künstlers, sondern dass es Bestandteil ist. Es darf, finde ich, nicht alleine stehen, so wichtig es auch sei. Ich glaube, wir alle schaffen ein größeres Bewusstsein, wenn die Selbstverständlichkeit dadurch hergestellt wird, dass der Künstler über seine Arbeit redet. Und dann kann er darüber auch reden. Aber die Frage ist ja auch, wie kriegen wir die Künstler mehr in Arbeit queerer Stoffe? Ne? Also wie können wir für queere Stoffe mehr Aufmerksamkeit machen? Also die, man ist an den Promis interessiert, aber ich glaube, wenn jemand mit einem queeren Film Interviews haben will, dann sagen die ja auch alle, sind sie, das ist ja dann immer noch so ein Nischending in Deutschland, oder? Aber ich fand das ja gerade so großartig bei Act Out, dass alle aus der Position der Schauspieler argumentieren, dass es eben nicht nur um Coming Out geht und Boulevard, wer ist es so, ach, die ist, der ist so, sondern dass argumentiert wurde, wir spielen immer etwas anderes, als wir sind. Deswegen ist es völlig absurd, dass wir uns nochmal verstellen müssen, um dieses andere Spielen machen zu können. So, und das fände ich, das ist alles in Act Out drin, das ist alles in dem Manifest drin. Und keiner von denen oder keiner von uns will, dass es rausgenommen wird, sondern es geht um die Arbeit. Deswegen fragst du ja auch, was können wir in unserer Arbeit tun, um das zu verbessern? Über die Arbeit, wir sind SchauspielerInnen, wir wollen in unserer Arbeit das so leben können und nicht einfach nur als Promis oder so. Das ist genau. Da sind wir uns total einig. Karima, hast du das Gefühl, dass die Stoffe queerer werden? Oder ist das gerade ein Trend oder ist das eine Entwicklung? Es ist eine Entwicklung. Gerade junge Firmen kommen da jetzt auch, die auf mich zukommen, integrieren das sehr, sehr schön, finde ich, und klug. Ich arbeite gerade zum Beispiel an einer Serie, wo es in der ersten Staffel um ein lesbisches Paar geht. Und finde das total toll, dass ich das jetzt mal machen kann. Und das kommt nämlich leider bisher nicht häufig vor. Also so unstereotyp erzählt vor allem. Glaubst du daran, dass es was bringen würde, wenn es beispielsweise bei der Filmförderung Kriterien geben würde, wie es beispielsweise beim Oscar gibt, dass es diese Diversitätskriterien gibt? Hältst du da was von, dass man da auch, sage ich mal, dass man Filmförderung an gewisse Kriterien, Diversitätskriterien knüpft? In Hamburg wird das gerade gemacht. Ja, ich halte schon was davon, weil ich glaube, das hilft, dabei dran zu bleiben, wenn man bestimmte Guidelines, Netflix hat zum Beispiel ja auch so eine Diversitätsguideline, Amazon hat es sicher auch, dass es bei jedem Arbeitsschritt ins Bewusstsein kommt, dass wir für mehr Vielfalt in den Stoffen und in allem, was Film betrifft, Filmschaffen betrifft, arbeiten müssen. Und uns nicht zurücklehnen dürfen. So, deshalb halte ich es für klug, dafür zu sorgen, dass es immer alle sich damit beschäftigen müssen. Hat jemand Widerspruch da in der Runde? Seht ihr das alle ähnlich oder unterstützt ihr das alle? Seht ihr alle so? Ich frage mich jetzt, also wenn es quotenmäßig verlangt wird, dass da jetzt zum Beispiel eine queere Rolle vorkommt, zum Beispiel,
Oder? So einfach, es ist sehr viel differenzierter. Also bei den Oscars ist es so, dass man entweder gibt es gewisse Herkunftsgruppen oder es muss insgesamt einen Mix geben. Und wenn du, sag ich mal, nicht queer hast, darfst du das irgendwie anders auffüllen, sag ich mal ganz vereinfacht. Ja. Kann man das so sagen? Es ist nicht so, dass jetzt alle in jedem Film irgendwelche queeren Leute auftauchen müssen, sondern es geht generell darum, dass einfach die Vielfalt an ganz vielen Stellen erhöht werden soll. Ja, und vor allem, dass man weniger stereotyp erzählte Figuren hat und eben nicht auch noch eine Diskriminierung in einem Film stattfindet. Okay. Das ist ja auch furchtbar. Also wenn ich dann schon mal eine queere Rolle habe und dann wird sie stereotyp erzählt und damit diskriminiert, ist das ja auch, geht ja auch nicht mehr, hoffentlich. Hoffentlich erkennen das die Menschen dann auch, die daran arbeiten. Musstest du das oft machen, als geoutete Lesbe, dass du dann irgendwie stereotyp, oder wollte man dir das oft antragen? Ich darf ja nie die Lesben spielen, weil sie immer sagen, sie sehen ja gar nicht so aus. Was dann als Kompliment gemeint ist wahrscheinlich noch. Sehr fragwürdiges Kompliment ist, als ob man zu jemand, einer Person of Color sagt, Mensch, du bist ja gar nicht so dunkel, du bist ja fast so hell wie ich, super. So ungefähr ist das ja. Aber ich konnte sie nicht, soll ja auch immer der Keil getrieben werden zwischen die so die Butch darstellen, also so was heller signalisiert und dem, was ich so, wie ich so aussehe. Und das schaffen sie nicht, weil ich grenze mich nicht von meiner geliebten Hella ab. Das können sie noch so versuchen. Ja, ich habe dich mal auf einer CSD-Rede gehört, wo gesagt, wenn ihr Lesben toll findet, dann bitte auch die krasseste Butch-Lesbe, die euch es nicht einfach macht, sie zu mögen, oder? Das hast du, glaube ich, mal vor 100.000 Leuten so ungefähr ins... Weiß ich gar nicht. Ich weiß noch, dass ich den Butch-Lesben offensiv gedankt habe dafür, dass sie da waren, weil sie über Jahrzehnte die einzigen Lesben waren, die man überhaupt in diesem Land gesehen hat. Egal, ob sie out waren oder nicht. So. Aber ich glaube, wir kommen ins Plaudern. Ja, weil wir jetzt bei der Berlinale sind und auch nicht mehr so viel Zeit haben. Die Berlinale hat beschlossen, den Hauptpreis der Berlinale für die Darstellerin eben nicht mehr binär zu vergeben. Wie findest du das, Peter? Ist das ein Schritt in die Richtung? Ich finde es nicht besonders klug, weil ich hätte ja nichts dagegen, dass man zwei Preise auslobt. Und dann diese entsprechend verteilt. Es muss nicht Mann und Frau sein. Da sind wir uns sicherlich alle einig. Aber warum will man jetzt zwei Menschen die Chance verbauen und nur noch einen Preis geben, also für eine Leistung? Das ist eine für mich völlig unlogische und unnötige Verknappung. Aber zwei soll ja auch das Binäre überwunden werden. Das soll ja auch in Zukunft zumindest es Leuten möglich gemacht werden, Preise zu gewinnen, die halt nicht sich als Mann oder Frau identifizieren wollen. Ja, bitteschön, aber warum muss es denn dann nur einen Preis geben? Dann lass uns doch bei den beiden Preisen und kategorisieren die nicht mehr. Okay, das heißt, du bist schon dafür, dass man dieses Binäre abschafft, aber dass man das dann halt trotzdem gleich vielen Leuten die Möglichkeit gibt, diesen Preis zu gewinnen. Wir sind uns doch sicherlich einig, dass in den nächsten Jahren eh sowieso ein besonders starker Fokus sein wird auf Frauen endlich mal und auf anderes und nicht auf die klassischen Rollenbilder. Und das wird sich in den Preisen und in der Diversität auch von Filmauswahlen bemerkbar machen. Ich sehe nur nicht die Sinnhaftigkeit einer künstlichen Verknappung wie bei Apple oder so, wo man einen Anreiz scheinbar schafft, weil es weniger gibt. Also insofern hätte ich doch die beiden beibelassen und hätte die Bezeichnung Frau und Mann wegfallen lassen. So, wir sind jetzt schon fast in der Schlussrunde, Peter, und ich fange mit dir an. Was aus der Diskussion heute hast du mitbekommen, wo du aus deiner Perspektive, deines Berufes sagen würdest, das war jetzt neu oder da möchte ich jetzt noch mehr zu beitragen, dass wir da in die Richtung gehen, um was zu verändern? Na, vorhin etwas, wo ich dann aber draußen war, weil die liebe Maren übernommen hat, vollkommen zu Recht, würde ich gerne anschließen, weil wir reden ja hier mit Casterinnen, Schauspielerinnen, und wir haben jetzt natürlich diesen Bereich Stoffentwicklung, Produzenten nur gestreift. Aber ich glaube,
dass die Situation viel wichtiger ist bei denen, die Stoffe zuallererst mal kreieren, bevor ein Schauspieler es überhaupt in die Hand bekommt, dass dieses Bewusstsein stärker geschaffen werden muss. Dass es die Entwicklung von Stoffen über queeres Leben, über mehr Diversität geht. Ich habe mich heute sehr gefreut, in den Tagesschau-Meldungen online gelesen zu haben, dass es jetzt ein weiterer People of Color als Moderator im ZDF-Mittagsmagazin geben wird. Das sind ja schon mal vernünftige Schritte. Oder wie ich immer gern auch in meinem Freundeskreis sage, warum sind unsere türkischen Mitbürger eigentlich immer entweder Gemüsehändler oder sie sind im schlimmsten Falle Drogendealer? Warum sind die denn nicht Lehrer oder sitzen auf dem Amt oder sind Ärzte oder sowas? Diese Vielfalt wünsche ich mir in der Gesellschaft. Und da brauchen wir eine Gemeinsamkeit mit denen, die Stoffe zuallererst anstoßen, also Produzenten, Redakteure, Autorinnen und Autoren. Vielen Dank, Peter, vielen Dank. Ja. Karima, was hast du mitgenommen? Dem möchte ich mich eigentlich anschließen. Das ist der Knackpunkt. Wir erzählen Geschichten und können damit Leben verändern, Identifikationsfiguren schaffen. Und das fängt im Buch an und bei den Leuten, die Bücher beauftragen oder vielmehr Filme beauftragen und auswählen. Und deshalb hoffe ich einfach, dass die Angst, irgendwelche Zuschauer zu verschrecken oder so, indem man vielfältiger erzählt, endlich aufhört und ja, wir die verschiedenen Lebenswelten erzählen können. Und gerade jemand wie Maren zum Beispiel trägt wahnsinnig viel dazu bei und ich bin total dankbar, dass es sie gibt und dass sie ihr eigenes Format macht und so macht, wie sie es tut, weil ich glaube, das verändert schon ganz viel im Sehverhalten und bei den ZuschauerInnen. Danke. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Marina. Maren sagt auch nochmal Danke, was du an sie persönlich gesagt hast. Ja, danke, dass du hier warst. Nicola, was hast du mitgenommen? Was willst du noch weiter nach vorne bringen von dem, was du hier erfahren hast? Man hört sie nicht. Hör ich nicht. Dein Mikro. Nee, ja, Anfängerfehler. Jetzt zoome ich seit einem Jahr. Das und ist so 2020. Hör mal, was du hier machst. Sorry. Also, ich nehme mir mit, dass ich auf jeden Fall im Kontakt bleiben möchte mit den tollen StudentInnen, mit denen ich gesprochen habe, weil wir stehen gerade so am Anfang. Wir können das reinbringen, wir können da jetzt weiter dran ansetzen und dass wir eben nicht den Mut verlieren und dass wir dort im Gespräch bleiben und dass wir Hand in Hand in eine buntere Zukunft gehen, weil wir die junge Generation sind, die jetzt kommt und dass wir die noch Jüngeren, die gerade noch kommen werden, auf jeden Fall ermutigen. Und ja, ich habe sehr oft Mut gesagt und das ist, glaube ich, auch der Punkt meiner Aussage. Mut haben. Hat dir das Mut gemacht? Vielen Dank, Nicola. Vielen Dank und Grüße an die ganze Klasse. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass sie alle sich damit beschäftigt haben, dass sie sich alle auch mit dem heutigen Termin beschäftigt haben. Heißt, du bist da nicht alleine. Das heißt, sehen die auch ein bisschen als Klassenaufgabe, dich da zu supporten und das Thema, woran du gerade bist, auch zu ihrem Thema zu machen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da ganz, ganz viel Rückenstärkung bekommen, weil ich war ziemlich aufgeregt hier vor dem Gespräch davor. Deswegen habe ich mit so vielen StudentInnen aus der Schule auch geredet, damit ich nicht nur so meine Erfahrungen teilen kann, sondern jedem eine Stimme geben kann. Und meine Klasse hat da auch gesagt, boah, geil. So. Und die stehen da hinter mir und bieten mir da auch so einen Schutzraum. Und den Schutzraum habe ich nicht nur in der Klasse, den habe ich auch bei den anderen StudentInnen an der Schule. Und das ist egal, ob die jetzt Schauspiel, Puppenspiel, Regie studieren oder die ganzen anderen Dinge, die unsere Schule noch anbietet. Es ist einfach ein großer Zusammenhalt da. Vielen Dank an dich und deine ganze Gruppe, deine ganze Klasse. Mehmet. Ja, also Mut habe ich auch gemerkt, dass es das immer wieder braucht. Das nehme ich mit und freue mich auch, dass es so ein schönes Gespräch war. Ein letzter Gedanke, den ich vielleicht noch sagen wollen würde, ist, ein heterosexueller Kollege hat mir geschrieben, auch nach dem Manifest, dass er es so schade fand, dass er nicht dabei sein konnte. Und ich merke, ich habe immer mehr
heterosexuelle Freunde, die ihre Heterosexualität nicht darüber definieren, dass sie auf gar keinen Fall schwul sind, sondern sozusagen heterosexuell sind und sagen, dass das irgendwie alles, also sozusagen so unterschiedlich ist das ja gar nicht, so, aber die dann mit Verunsicherung zu kämpfen oder ja, verunsichert sind, dass wenn ich jetzt da Neugier habe, muss ich mich dann neu labeln, muss ich dann bisexuell, muss ich dann so sein, so. Also sozusagen diese Kluft zum Heterosexuellen rüber ist vielleicht gar nicht so groß, wie ich mir das oder wie man sich oder wie wir uns das manchmal denken oder so. Das habe ich jetzt von diesem Freund, von diesem Kollegen dann nochmal sozusagen mitgekriegt. Ja. Ja. Danke, dass du hier warst und dass du das so erzählt hast. Maren, hast du irgendwas mitgenommen? Ja, du weißt natürlich schon alles, aber was... Ich weiß überhaupt nicht. Also ich fand es ganz toll, Mehmet, was du erzählt hast von dem, dass du beim Casting dann als Privatperson auch noch eine Rolle spielst. Das habe ich mir noch nie so überlegt. Das fand ich einfach einen sehr klugen Gedanken. Sehr, ja. Überhaupt fand ich das eine ganz tolle, hochdifferenzierte Diskussion. Ich habe mich gefreut, dass alle so ernsthaft sich befassen und so gute Sachen gesagt haben. Und was mich halt wahnsinnig freut, ist, was Nicola sagt, dass, oder ganze die Art von Nicola, wie sie so mit der Selbstverständlichkeit daran geht und sagt, ja, sie ist das und sie macht das einfach und das total, macht total Mut auch. Und das ist herzerfrischend und das ist auch die Zukunft, hoffentlich. Und dafür danke ich euch, euch. Das war natürlich schon das Schlusswort. Ich darf das, muss das nur kleine Fußnote sagen. Ja, wir müssen jetzt weitermachen, wir müssen uns jetzt engagieren. Und dafür gibt es die Queer Media Society. Und um das zu organisieren, was wir heute besprochen haben, müssen wir uns vernetzen. Und dazu ist jeder aufgefordert. Und man muss nicht Aktivist, Aktivistin werden. Es reicht oft schon, einfach da zu sein, sich auszutauschen, anderen Leuten Mut zu machen. Und ich glaube, wir müssen das jetzt in die Ebene tragen, was ihr hier so Tolles geschaffen habt, wofür ich Danke sagen möchte. Ich bedanke mich beim Teddy, ich bedanke mich bei der Queer Media Society, ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben, hinter und vor den Kulissen und bei euch, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Danke dir, Johannes.